Hallo und einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute möchte ich euch eine Aktie bzw. einen Rohstoff vorstellen. Es geht um Silber und hier kommen auch die Wall Street Bets wieder ins Spiel. Warum, weshalb, werde ich in diesem Video erklären. Eins vorweg, es würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Und wenn ihr irgendwelche Kritik oder Feedback gibt, schreibt es einfach mir unter die Kommentare. Aber jetzt möchte ich einmal dazu kommen. Und zwar, wer vielleicht die Wall Street Bets ein bisschen genauer verfolgt hat, konnte ja feststellen, dass der Silbermarkt gerade aufgemischt wird. Es wird schon davon gesprochen, $1000, der größte Short Squeeze der Geschichte. Und was gerade natürlich auch bei GameStop und bereits bei anderen Unternehmen passiert ist, vorgefallen ist, soll jetzt angeblich auch bei Silber passieren. Und das wäre auf jeden Fall eine Revolution, denn was bislang hinter verschlossenen Türen unter Hedgefonds besprochen wurde, wird nun im Börsenforum gemacht. Und dass der Aufschrei der Finanzelite groß ist, ist verständlich. Die meisten Privatanleger dürften dabei nicht allzu viel Mitleid empfinden. Und man hat es jetzt gesehen bei GameStop, was alles passieren kann. Und jetzt gibt es einige, die den Silbermarkt aufmischen wollen. Und dort tummeln sich ganz, ganz viele Shortseller, Hedgefonds und Banken und sorgen vor allem über den Terminmarkt für bisweilen seltsame Kurssprünge. Es wird auch davon gesprochen, dass es der am stärksten manipulierte Markt sei. Ob das jetzt richtig ist oder ob das falsch ist, kann man jetzt wahrscheinlich schlecht sagen, aber es gab sehr viele Unternehmen, das zeige ich auch gleich, die gerade in letzter Woche extrem davon profitiert haben. Und das kann man einmal an dem Unternehmen sehen, das ich hier rausgesucht habe, First Majestic Silver. Man kann es hier sehen, wie seit dem 25. Januar die Aktie um insgesamt 24% gestiegen ist. Es gab auch einmal ein Allzeithoch bei plus 41%, aber gerade befindet sich so 24%, ist seit dem 25. Januar gestiegen und zum Freitag gab es auch wieder ein Plus von fast 10%. Und wenn man jetzt wirklich den Texten von Reddit glaubt, sind Kurse von $1000, die auf Reddit ausgerufen werden, also realistisch. Ob das jetzt stimmt oder nicht, viele sagen, $50 wäre ein Allzeithoch. Doch wenn der Short Squeeze sich verselbstständigt, wer kann wirklich sagen, wohin der Silberpreis dann steigt? Es sind so viele Shorts in diesem Sektor unterwegs, es kann der größte Short Squeeze aller Zeiten werden. Und wer hätte vor 2-3 Monaten gedacht, dass GameStop auf $300 steigen kann? Also diese Aussagen, absolut der Wahnsinn. Das ist, was ich auch bereits in den letzten Videos gesagt habe. Man muss sich wirklich vorstellen oder mal sich so in sich gehen und überlegen, was gerade passiert. Privatanleger bringen gerade das komplette Gerüst nicht zum Einstürzen, aber ich sag mal, sie verändern es. Sowas, was jetzt gab, gab es noch nie. Ich glaube, es wird auch keine einmalige Geschichte mehr sein, denn es ist ja mittlerweile durch jede Presse geht es, in Foren. Also eigentlich jeder weiß darüber Bescheid. Ich habe heute meinen Schwiegervater gefragt, der jetzt schon über 70 ist. Hast du davon gehört? Ja, in der Nachricht, in der Zeitung und in der Zeitung. Also das muss man sich mal vorstellen. Jeder weiß, was hier gerade los ist. Und es wird immer mehr kleine Anleger geben, die jetzt in den Aktienmarkt einsteigen. Das heißt, selbst ein 18-Jähriger wird jetzt dort einsteigen. Das heißt, nicht alle 18-Jährigen, aber
die vorher nie darüber sich Gedanken gemacht haben, werden jetzt hier vielleicht auch ein bisschen Geld investieren. Und das ist genau das, was im Prinzip der Aktienmarkt braucht, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt kein Finanzberater oder Anlageberater, aber meines Erachtens ist das auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Diese ganzen Shortseller, ich will jetzt nicht sagen, dass sie kriminell sind, auf gar keinen Fall, aber ich würde da nicht arbeiten wollen, sage ich mal so. Und man sieht ja jetzt schon, was passiert mit Melvin zum Beispiel, Melvin Capital, was da so passiert. Also sie sind gerade ganz schön im Zugzwang, was ist zu tun, wie kommen wir am besten aus dieser Geschichte raus, und ich glaube, es gibt keine gute Geschichte. Klar, das, was jetzt gerade passiert mit diesen ganzen Aktien, mit den unterschiedlichen Aktien, es ist hochspekulativ. Es ist wie Roulette spielen, habe ich im letzten Video auch schon gesagt, entweder rot oder schwarz, und es ist wirklich wie zocken, es ist einfach nur zocken. Und wenn man mal überlegt, wie hier so über die Wochen, Monate hinweg, was das für ein Kurs ja angezeigt ist, hier natürlich die Krise, es hat sich dann auch wieder sehr schnell relativ erholt und jetzt eigentlich eine mehr oder weniger Seitwärtsbewegung, und plötzlich wird hier oder geht's hier durch die Decke. Und wie gesagt, wer Wall Street Bets ein bisschen verfolgt, ich habe vorhin auch ein Video oder gestern ein Video gemacht, wo ich zeige, wie man am Wall Street Bets am besten nach relevanten Beiträgen sucht oder in welche Richtung es geht. Also das könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Und wenn man jetzt hier sieht, auch schon wieder 7,5 Millionen Mitglieder, es sind schon wieder 200.000 mehr geworden. Also es wird wirklich täglich werden mehr Mitglieder. Und das ist ja nur eine Seite, das muss man sich auch mal überlegen. Das ist nur eine große Seite. Es gibt aber so viele mehr an solchen Seiten. Und wenn man sich jetzt nochmal den Chart anguckt, das ist jetzt auch nur eine Firma, es gibt noch mehrere, wie sowas auf einmal steigt. Also das konnte ich mir bislang nicht vorstellen, und mittlerweile glaube ich auch sehr stark daran, dass hier in Silber auch etwas passieren könnte. Und ich habe ja in den letzten Videos gesagt, ich spekuliere mit 200 Euro genau das Geld, was ich jetzt so freigegeben habe von mir persönlich her, und mit diesem werde ich wirklich genau das, was Reddit macht, nachmache. Also ich werde dieses Spiel mitspielen, und ich denke mal, wenn jetzt das mit GameStop und so weiter ein bisschen ruhiger wird, ich werde auf jeden Fall in Silver investieren, denn das ist meines Erachtens auch wirklich eine neue, ja, hier könnte etwas ganz Großes passieren. So möchte ich das einmal ausdrücken. Und vielleicht sagt der ein oder andere, du bist doch verrückt, da glaube ich kein Wort und du redest doch Blödsinn. Ja, jeder hat seine freie Meinung, keine Frage, aber ich denke mal, keiner braucht mehr jetzt irgendwie was dagegen sagen, dass Wall Street Bets nicht großen Einfluss hat. Und wenn sie sich Silber vornehmen, dann, ja, dann ist wahrscheinlich GameStop tatsächlich ein Witz gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder kurz und knapp, ja, so meine Meinung über die aktuelle Sache mit Silber erzählen, was hier so passiert und vor allem, was ich denke, in den nächsten Tagen bzw. Wochen und Monaten passieren könnte. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt, und bis zum nächsten Mal.